Vorhang auf für das große Löwentheater. So kann man es zusammenfassen. Laut Medienberichten soll sich der Mannschaftsrat gegen Coach Jakubacsi ausgesprochen haben. Was ich an der Stelle nochmal entkräften möchte, ist, dass es keinen Austausch mit dem Mannschaftsrat gab. Aber es gab wohl einen Austausch zwischen Vereinsangehörigen und der Presse. Was natürlich jetzt nicht über die Maßen positiv ist, wenn du die Entscheidung dann, bevor du sie offiziell mitgeteilt bekommst, schon zu einem gewissen Grad über verschiedene Kanäle dann weißt oder kennst. Unglücklich, wie zuletzt die Auftritte der Löwen 0:3 gegen Borussia Dortmund 2. Ganz zu schweigen von dieser Pokalgeschichte. Wir wollen nicht ein gleiches erleben, was Bayern gegen Saarbrücken erlebt hat. Gratuliere dem FC Pippenstedt zum Halbfinaleinzug. Bitter. Aber auch in dieser Partie blieben die Löwen ohne Tor. Mittlerweile wartet man seit 3 Pflichtspielen auf einen Treffer. Auch in der Torhüter-Thematik bekleckert sich Jakubacsi nicht mit Ruhm. Nach auskurierter Verletzung spricht der Ex-Löwencoach seinem Stammkeeper erst das Vertrauen aus. Ihm jetzt das Vertrauen wegzunehmen, wäre nicht förderlich für die Zukunft. Doch danach setzt er Hiller auf die Bank. Jetzt übernimmt Frank Schmöller vorerst. Spannende Aufgabe, nicht ganz ohne. Das bin ich mir auch bewusst. Okay, aber wann werden aus den kleinen abstiegsgefährdeten Löwen endlich wieder gefährliche Raubkatzen? Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.